Mobile Infrastruktur ist erfahrungsgemäß eines von den Themen, das am längsten dauert. Warum am längsten dauert? Das ist eines der kompliziertesten Themen, wenn es darum geht und ich mir die Gedanken mache, wie mache ich mein Unternehmen mobil? Wie bekomme ich also mobile Apps, die auch im Unternehmenskontext und für meinen Unternehmenskontext arbeiten? Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, was bei Infrastruktur alles essentiell ist und was für Sie gerade essentiell ist? In der Regel bekommen wir Fragen gestellt wie, was genau brauche ich eigentlich, um Apps zu entwickeln? Wie stelle ich sie bereit? Wie stelle ich sicher, dass ich aus dem Internet zugreifen kann? Und wie bekomme ich es überhaupt hin, dass sämtlicher Zugriff abgesichert ist, also die Sicherheitsinfrastruktur steht? Ist schon interessant, dass bei einem Thema, das wir normalerweise ganz natürlich benutzen, so viele Fragen aufkommen. Wenn wir im Alltag von Infrastruktur reden, dann haben wir Straßen vor Augen, Schienen, Wasserwege. Und genau das sind genau die Elemente, mit denen wir von A nach B kommen. Und genau es ist hier bei Infrastruktur im Unternehmenskontext und im Mobility-Kontext. Anders als bei der Erschließung von neuen Territorien, neuen Geländen, habe ich den großen Vorteil, wenn ich im Unternehmen bin und die Infrastruktur aufbaue, dass ich in der Regel nicht bei Null starte. Das heißt, ich habe schon gewisse Software, gewisse Tools zur Verfügung, mit denen ich arbeiten kann. So hat zum Beispiel jedes Unternehmen in der Regel eine Firewall im Einsatz, mindestens eine. Das heißt, in der demilitarisierten Zone gibt es so oder so schon Tools, die mir den Zugriff aus dem Internet ermöglichen und den auch abschirmen. Zum einen Firewall hat man gerade schon genannt. Ich habe aber auch Tools wie Proxies und Reverse Proxies, die mir die Verwaltung und den Zugriff ermöglichen. Im Gegensatz zum altbekannten Proxy arbeitet der Reverse Proxy, wie der Name schon sagt, entgegengesetzt. Das heißt, wenn ich beim Proxy eher nach dem Trichterprinzip arbeite, also von oben viele Sachen auf einen speziellen Punkt bündle, arbeitet der Reverse Proxy eher wie eine Gießkanne. Ich habe also ein Einfallstor. Und von diesem Einfallstor aus verwalte ich den Zugriff und ermögliche Zugriff auf verschiedene Stellen an allen Ecken und Enden. Mobile Infrastruktur ist also ein Thema, das durch die vielen Tools, die hier verwendet werden, auch einen gewissen Aufwand erzeugt. Aufwand bei der Einrichtung, bei der Auswahl, aber eben auch bei der Wartung der einzelnen Elemente. Und so haben viele Anbieter erkannt, dass die Möglichkeit, diese Software einzukaufen, eine absolut valide ist. Unter dem Namen Infrastructure as a Service werden nun Dienste angeboten, die Ihnen ermöglichen, diese mobile Infrastruktur einfach einzukaufen. Das heißt, Sie haben in der Cloud die Infrastruktur liegen und der Anbieter kümmert sich für Sie darum, dass der Zugriff aus dem Internet ermöglicht wird und die Infrastruktur an sich immer auf dem neuesten Sicherheitsstand ist. Wenn mobile Infrastruktur jetzt für Sie ein Thema ist, an dem Sie schon lange arbeiten oder Sie gerade erst in das Thema einsteigen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Hier sind meine Kontaktdaten, ich berate Sie gerne.